Stage 2 wartet sehnsüchtig auf uns. Herzlich willkommen zurück zu Kirby Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau, wir haben beim letzten Mal Stage 1 gemacht. War ganz cool, ist auf jeden Fall oben auf dem i verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall an. War mal wieder geisteskrank, was Kirby hier abliefert. Dann haben wir das lustige Margoland, was ihr hier oben seht, auf X freigeschaltet. Ein Vergnügungspark mit Minispielen und wo man so Souvenirs bekommt. Und heute schauen wir uns Stage 2 an. So, entspannen. Wunderbar. Erstmal nach links gucken. Da könnte ja die Starcoin sein. Das ist ein Insider, den versteht, glaube ich, keiner, der mein newer Projekt nicht guckt. Ist ja auch egal. So, wir haben so ein bisschen... Darf ich sagen, dass das Wüste ist? Ich finde, das sieht sehr wüstig aus. Es sieht sehr wüstig aus. Finde ich, ist doch wunderbar. Oh, die Dinger kenne ich auch. Aus Kirby und das vergessene Land. Wie ihr bekanntlich wisst, tatsächlich mein allererstes Kirby. Ja, allererstes. Deswegen... ist das Ganze hier für mich so oder so neu. Noch kein 2D-Kirby gespielt, deswegen, ja. Sorry für alle Profis. Es tut mir leid. Eine Peitsche? Okay. Und eine aufgeladene Peitsche? Wahrscheinlich einfach nur ein festerer Schlag. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn ihr das Projekt, diese Demo, die hoffentlich nicht allzu lang geht, genauso feiert wie ich, dann könnt ihr doch auch mal ein Like da lassen. Das würde mich mega unterstützen. Und das zeigt mir, dass ihr hiervon mehr möchtet. Ey, die Peitsche ist nicht schlecht. Die gab es nämlich in Kirby nicht. Also in dem 3D-Teil. Kirby ist so ein schönes Spiel. Ich habe 10.000 Mal nach oben gedrückt, aber irgendwie... weiß ich auch nicht. Der wollte irgendwie nicht. Let's go. Können wir mitnehmen, weil wir ja durch Wände durchschlagen können. Das ist auch ein cooles Feature eigentlich. Bisschen Heilung haben wir tatsächlich nötig. Ob ihr es glaubt oder nicht. Kirby ist... ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber für die, die neu sind im Kirby-Genre, genauso wie ich letztens... vorne ist jetzt schon ein Jahr her, aber trotzdem, Kirby war für mich... tatsächlich was Neues. Actually, Kirby ist, auch wenn es für Kinder gemacht ist, nicht gerade das einfachste Spiel, wie sich in den späteren Welten auch noch herausgestellt hat, tatsächlich. Jetzt ist doch gut, hier gehen wir tot jetzt. Wirklich, das ist was, das habe ich nicht erwartet. Und ich war mega überrascht, dass das Game so hart wurde. Deswegen schaut euch das Let's Play dann hier zu dem Game an. Ich glaube, das wird ganz... unterhaltsam. Für euch. Ja. So, komm, Stein. Mach mal ein bisschen schneller hier. Oh, oh. Jetzt sind wir hier so eingesperrt. Der Hut. Wir sind Indiana Jones. Indianer können... nein, ich hätte nicht springen dürfen. Oder kann ich nochmal runter? Nee. Ich will trotzdem gucken, was hier gewesen wäre. Nein, das Zahnrad. Guys, das schneide ich euch rein. Das holen wir gleich nach dem Level nochmal nach. Ah, schade, schade. Oh, der Schlaftyp. Komm, den nehmen wir, weil da finde ich die Power halt zu gut. Ist das nicht toll? Das war's. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ein bisschen Heilung zurückbekommen. Wir können tauchen und wenn wir oben sind, kriegen wir einen Schwimmring. Ich liebe Kirby so sehr mittlerweile, wirklich. Das ist so ein cutes Spiel. Also wirklich. Klar, es ist nicht für jeden was. Aber für die, die halt was mit Jump'n'Run und so ein bisschen so Stuff anfangen können, ist das was ganz Nettes, sag ich mal. Können wir nicht die Fähigkeit übernehmen? Von ihm will ich die Fähigkeit nicht unbedingt. Das Tauchen sieht doch so dynamisch aus, schaut mal. Geht da so richtig hoch und runter. Ach, das ist schön. Oh, er ist unser nächster Herausforderer, über den wir ganz entspannt drüber fliegen. Einen wunderschönen guten Tag noch. Nein, schon wieder. Jetzt will ich aber auch die Wasserfähigkeit. Kann ich damit irgendwas unter Wasser machen? Oh ja, ich kann. What's going on? Hä, das ist ja mega krass. Let's go. Oh, können wir hier rein?
Ah, das Wasser's. Wunderbar, die Fische. Das ist auch sowas. Das gibt's nur bei Kirby. Fische, die Taucherbrillen aufhaben. Also. Und respawnen die Gegner. Das ist mein Kritikpunkt bisher. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Leveln. Ich weiß ja nicht, wie viele noch in der Demo-Version kommen. Aber ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall ändert. Denn ich finde es tatsächlich ein bisschen verschenktes Potenzial. Weil, ich sag's wie es ist. Nicht jeder von euch findet es gut, dass Gegner respawnen. Mich eingeschlossen. Deswegen, ja, ist halt... Ich glaube, ist so eine Gewöhnungssache. Wir können hier so richtig... Oh! Hier können Steine umfallen. Das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Oh, hey! Wir sind dran vorbei, aber hier geht's runter. Für nur Ananas. Bin gar nicht der Ananas-Fan. Seid ihr so Team Ananas oder... Der Team Ananas eklig. Ich bin auch jemand, die weißen Gummibärchen, ich esse sie nicht. Die schmecken mir nicht. Ich weiß, ich bin komisch, aber Ananas, nicht so mein Fall, echt nicht. Hashtag Team Ananas oder Hashtag Team Nicht-Ananas. Jetzt in die Kommentare, guys. Let's go. So. Bisschen sus das Ganze hier. Hier ein paar Explosionen. Und einen Feuertypen, den wir, glaube ich, auch ganz easy mit unserer wunderbaren Wasserkraft aus der Welt zünden können. Wunderbar. Wir kriegen selber die ultra geisteskranke Feuerkraft. Let's go. Und einen riesigen Feuerdrachen. Oha. Übertreibt halt komplett. Ja, ich akzeptiere das. Er ist halt maximal übertrieben. Oh mein Gott. Ja, ist vielleicht lost, wie ich das gerade einsetze. Dachte ich mir. Die geben bestimmt... Nein, die geben auch nichts. Let's go. Riesengroßer Feuerdrache, der alles tötet. Das ist schon krass. Muss ich sagen, wie es ist. Das ist cinematisch mal wieder ultra krass. Let's go, ihr kommt auch noch weg. Einfach komplett alles wird flambiert hier. Oh, hier können wir auch noch öffnen. Aber ich sehe, wenn der Baum abgebrannt ist und nach hinten kippt in die dreidimensionale Welt, die es nicht gibt, aber doch irgendwie. Das ist mal wieder ein Bonus, den wir uns gleich anschauen. Erstmal habe ich hier unten noch was gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Wie können wir lang? Hier gibt es nichts. Oh. Dann steppen wir da rein, weil da gibt es vermutlich wieder zwei weitere Zahnräder für unsere Tasche. So, und wir beeilen uns, wie ihr wisst. Let's go. Hier wieder groß eingesaugt und hinter dem Ding her. Weil das für uns super und wunderbar die Gegner destroyt. Let's go. Ich feiere das gar nicht mit der Wand, die da hinten kommt. Habe ich schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Ey, das ist der größte Stern, den wir je hatten. Let's go weg hier. Hauptsache nicht sterben. Ich glaube, das ist so mein Main-Ziel. Das ist eher langweilig. Was ist das hier? Ja, Magie, warum nicht? Wieder gegen den Sphärenspuk. Let's go, der wird hier richtig auseinandergenommen. Komm nur her, du Kollege. Ja, 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 jetzt hat er Angst. Oh, oh, er ist der teleportierende Meister. Oh, nee, nicht da überall rein. Let's go, nochmal. Wunderbar, da ist auch er down und kaputt. Wir können die zwei... Zahnräder einsammeln und direkt weiter steppen. Das erste fehlt uns ja. Die ersten beiden fehlen uns? Oh. Na, wo das zweite ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste ich dann nochmal suchen. Aber natürlich wird es euch reingeschnitten. So, an der Stelle können wir auch direkt weiter steppen. Vermutlich ist hier hinter aber gleich auch schon das Ziel. Oh mein Gott. Oh, wir können hier auch so ein bisschen Magic Spell mäßig machen. Ja.
Letztes Mal war hier oben noch was, diesmal nicht, hier hinten auch nicht. Das seht ihr nicht, weil ich davor sitze, da ist aber nichts. Fertig mit dem Level. Ah ja, Bonus nicht vergessen. Oh. Ja, da hätte ich vielleicht O drücken müssen. Na gut, ist ja... bisschen verschenktes Potenzial an der Stelle. Da oben wächst was, ein Baum. Boss Stage Nummer 5. Wo die zwei Zahnräder sind, sehen wir gleich. Indiana Kirby meldet sich an Ort und Stelle zu Dienst, um das nächste Zahnrad einzusammeln. Das erste und wo das zweite ist, sehen wir jetzt. Na gut, das hier zu übersehen, schon ein bisschen traurig. Aber damit haben wir auch alle Zahnräder. Ihr müsst einfach hier unten geradeaus weiterlaufen, anstatt nach oben zu gehen. Und Guys, an der Stelle verabschiede ich mich schon wieder. Das war Stage 2. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die nächste Stage an. Hier noch ganz kurz das Bonusspiel. Ich wünsche euch noch einen wundervoll traumhaften Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Stufe 2 erreicht. Ciao, ciao, Leute.